Was ist ein Patent? Darum geht es in diesem Video. Ich bin Rolf Klesen, Partner bei Freischirm und Partner, und in diesem Video geht es darum, was ein Patent ist. Mit Patenten kann man technische Erfindungen schützen. Wenn ich also einen Haartrockner für Elefanten erfunden habe oder nützlichere Dinge wie fliegende Autos, dann kann ich ein Patent dafür anmelden und kriege ein Patent erteilt, sofern es eben die Erfordernisse für eine Patenterteilung erfüllt. Und darauf gehe ich in diesem Video näher ein. Ein technischer Aspekt an der Erfindung in der Patentanmeldung ist erforderlich, zumindest in Deutschland und Europa, damit ein Patent erteilt werden kann. In den USA war das bis vor einigen Jahren nicht so, und im Patentgesetz steht weiterhin nichts von einem technischen Effekt oder dem Erfordernis einer Technizität. Aber es gab vor nicht allzu langer Zeit eine Entscheidung vom Supreme Court, die hieß Alice, und da hat der Supreme Court ein sehr ähnliches System eingeführt, wie es in Europa oder in Deutschland existiert. Also die Technizität spielt auch in den USA mittlerweile eine wichtige Rolle. Die Ausarbeitung einer Patentanmeldung, die später eben zu einem Patent führen soll, ist relativ kompliziert, und deswegen kann ich nur dazu raten, dass man dazu einen Patentanwalt beauftragt. Aber nicht jeder Patentanwalt ist da geeignet. Ich bin zum Beispiel Chemiker, also ich habe Chemie studiert, und wenn Sie einen Motor erfunden haben, dann bin ich der völlig falsche Ansprechpartner, weil ich Ihre Erfindung überhaupt nicht richtig verstehen kann. Dazu haben wir eben zum Beispiel in unserer Kanzlei andere Patentanwälte, die haben Maschinenbau studiert oder Physik studiert. Die können dann natürlich solche Erfindungen viel besser verstehen als ich. Wenn jemand zu mir kommt, er hat neues Haarshampoo erfunden, das kann ich viel besser verstehen als Chemiker. Ein Patent wird erteilt, wenn es gegenüber dem Stand der Technik neu und erfinderisch ist. Neu heißt, dass es dieses Konzept nirgendwo auf der Welt vor dem Anmeldetag in der Öffentlichkeit gegeben haben darf, also keine Veröffentlichung schriftlicher Art oder kein Vortrag. Erfinderisch heißt in der Regel, dass ein technischer Vorteil mit technischen Mitteln gegeben sein muss. Der Prüfer prüft beim Patentamt nach der Anmeldung in Millionen von Dokumenten genau, ob es diese Erfindung schon gab und ob es einen technischen Vorteil gegenüber diesen dort beschriebenen Lösungen gibt. Wenn das Patent erst einmal erteilt ist, dann können Dritte dem Patentamt innerhalb von 9 Monaten sagen: Liebes Patentamt, das hättest du nie erteilen dürfen, das gab es ja alles vorm Anmeldetag schon, der sogenannte Einspruch, also 9 Monate Einspruchsfrist ab Erteilung. Mit dem erteilten Patent darf man Wettbewerbern untersagen, diese Technologie, die dort geschützt ist, einzusetzen, und man kann beispielsweise Lizenzen verlangen. Das Patent gilt dann 20 Jahre, vorausgesetzt man zahlt die Verlängerungsgebühren, und das Patent hört erst auf zu existieren, entweder wenn man diese Gebühren nicht zahlt, wenn es ausläuft, oder wenn es erfolgreich von Wettbewerbern angegriffen wurde. Es kann eben jederzeit ein Wettbewerber dem entweder im Einspruchsverfahren oder im Nichtigkeitsverfahren darlegen, dass es diese Technologie schon lange vor dem Anmeldetag gegeben hat, und dann kann dieses Patent vernichtet werden. Ich hoffe, dass ich erklären konnte, was ein Patent ist. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden, drücken Sie doch auf Like. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.